Tja, was würdet ihr sagen? Waffenlager? Wir rennen direkt geradeaus, ist doch direkt vor uns, der Compound. Aber Waffenlager ist auch ein Clou, relativ nah, ne? Aber Ich der ist glaube, er ist weiter nach weg. links. Und bei der Also. Ziegelei, je nachdem, wohin es sich verkleinert, der Bereich, ist das besser. Und man trifft im Wolfslager wahrscheinlich Gegner. Möglich. Waffenlager. Wolfslager wäre ein bisschen schlecht. Wieso Wolfskopf Waffenlager? Ach so, Wolfs. Ja, ich habe keine Brille an. Deswegen Wolflager. Auch das noch. Ja, ich Und sehe trotzdem alles auf trifft sie, einen ne? Blick. Also irgendwie. Nein, Alea ich ist sehe besser als alles. ich, definitiv. Nein, ich sehe alles, aber so kleine Schriften kann ich halt nicht lesen. Also sehen tue ich schon, nur lesen halt nicht. Also ich sehe alles, nur ich kann halt nicht kleine Schriften so lesen aus weiterer Entfernung. Glaube, so kann man es erklären. Nein. Nein. Nee, nicht Kann schon wirklich. sein, dass sich gleich da von rechts auch wieder so ein Team hier reinhuscht, ne? Kennen wir Oder ja von auch. links. Sehr. Das stimmt wohl. Tja, wir können Richtung vorgehen. Oder Halbwolfslager, ne? Mäßiger. Ich würde sagen, jetzt Wolfslager. Breitet sich aber höchstwahrscheinlich oder verkleinert sich besser gesagt nach voraus, würde ich sagen, oder? Ja. Ja, dann macht Wolfslager ja keinen Sinn. Okay, dann vor. Ja, was denn du? Boah, ist schlauer. Ja, vor könnten wir einen Doppelclou haben. Das noch ganz nebenbei. Da ist ein Fetti. Warum macht er den immer so tief? Oh, 9, 10 Water Devil habe ich jetzt schon. Ja, ich habe ja die Giftmonie Also, oder das ist ein noch elender Hive an dir, ne? Und wenn ich welche sehe, dann erschieße ich die halt. Ja, mit dem Gift geht das ja auch, ne? Ja. Hört Das ja hast du keiner immer. Achso, hier und ist ein. geht schnell. Ich habe Hunde gehört. Kann sein, dass Spieler Sind hier wir rennen. da? Osten. Achso, ne, hier ist auch ein Zwinger. Der ist aber nicht laut. Bellen kommt eher weiter weg, ja. Eine Sekunde zu spät. Aber ich meine, Echte reagieren jetzt empfindlicher als früher. Nein, Bitte? Markus ist dran vorbeilaufen. Ja, weiß ich, aber er war auch relativ weit weg eigentlich, ne? Nicht War für die ziemlich nah Hundezwinger. dran. Du ist direkt hier vorne. Mach du, ich guck mal, ob ich was sehe. Die Krähen? Dinger reagieren schnell. Das war ich. War genau über mir. Okay, Eisenhütte und Battery. Die beiden hätten wir zur Auswahl. Battery. Guck mal kurz, ob ich wen sehe. Ich wäre für Battery. Oder wir gehen erst nach hinten zur Eisenhütte. Ihr Also ich sagt sehe was. ihn. Ich habe Battery gesagt. Dann sagt ihr was. Hier ist ein Wasserteufel im Wasser, Alia. Ich glaube, Battery ist schlauer. Ja, dann gehen wir Battery.
großen Wasserteufel. Ah, da. Merere. Merere. Schuss aus der nächsten Nähe, links. Dann war da doch ein Team. Auf der Brücke. Hat er aber gut geschossen, ist relativ weit weg. Na, wenn dann. Gesehen. Da sind Hunde auch jetzt auf der Brücke. Bin ich gut. Hör mal erst, ob die Hunde aggro werden. Ja, die waren aggro. Jetzt weg von der Brücke. Ja. Denkst du, sie haben euch auch gesehen? Auf jeden Fall haben sie auf mich geschossen. Gut, dann wissen sie, dass du da bist. Aber nicht, dass Papa da ist. Ja, aber dich jetzt wieder aufzuheben, da ist schon wieder... Na, das ist doof. Meine ich nicht. Natürlich sind hier auch Hunde. Leck mich doch am Arsch. Dann sind wir mal doch Richtung Eisenhütte gerannt. Wer weiß, dann wären wir den vielleicht direkt reingelaufen. Ich sehe sie nicht. Ich guck. Ich auch nicht. Parrish. Ich sehe, dass sie auf der Brücke waren. Ja, müssen sie. Sonst hätten sie mich nicht sehen können. Weil die Hunde sind auch zur Brücke gerannt. Die Schüsse kommen von 75. Weit am Boss. Ja. Anderen Boss. Der ist ja bei Parrish direkt nebenan quasi. Mit was haben die dich erschossen, Alea? Warte kurz. Martin Henry Heckenschütze. Ah, das ist klar. Scharfschützengewehr. Ja, ich sag ja Zielfernrohr. Zielfernrohr. Deswegen kommt das auch hin, dass er von der Brücke geschossen hat. Ja. Ja. Vielleicht warst du ihnen egal, sozusagen. Hat mich auch. Hat mich auch. Und ich habe nicht gesehen. Sie sind noch. Die sind definitiv auf der Brücke, ja. Wo? Der macht Krach. Mann, ich krieg auch nichts mehr gebacken. Er hat ihn nicht gesehen. Mit Zielfernrohr kannst du den da nicht sehen. Ja, weiß ich. Und das muss ich ja tun. So wissen wir wenigstens, wo sie sind. Ja. Jedenfalls haben die gerade noch geschossen. Obwohl jeder von uns lag und sie dich nicht sehen konnten. Doch, sie haben ihn gesehen. Glaube ich nicht. Wir müssen auf jeden Fall darüber laufen, wo du jetzt guckst. Also, warum sollte er seine Pusi verlassen, weißt du? Mach mal nix. Vielleicht denkt er, dann waren wir nur zu zweit. Der wird als Scharfschütze nicht weggehen, ehe er nicht glaubt, er ist alleine. Papa, wer hat dich erwischt? Scharfschütze, genau derselbe wie du. Baugrünshemd. Eine Näscherin mit blaugrünem Hemd und eine ja. Martin Henry Heckenschütze. Dann ist er vielleicht allein. Kann sein, dass ein Solospieler ist. Wird das Scharfschützengewehr erklären.
Aber er schießt immer noch. Aber nicht auf ihn. Ne. Weil die fragt, ob ich versuche, Alea zu holen dann. Na, also ich liege ja noch offensichtlicher als er. Bin auf dem Teil drauf. Ich würde warten. Das war jetzt schon weiter weg. Ja, aber sie kämpft ja offensichtlich mit noch jemandem. Deshalb 50-50 Chance. Entweder denkt sie, wir sind alle... Da ist sie gefallen. Ah, dieser Scheiß. Da ist sie. Ist sie das? Das ist sie nicht. Silence hat der. Jo. Jetzt nicht mehr. Ihr guckt und Pech habt. Der andere war auch da. Der hockt jetzt hinter den Säcken. Da kommt was zu meiner Linken. Die Brücke ist links. Läuft. Achtung. Darf dich von der Brücke aus nicht sehen. Nochmal auf die andere Seite. Nicht, dass wir den jetzt aufheben. Oben am Turm. Möglich. Klingt so. War immer noch nicht die Frau. Oh. Leider kein Feuer. Das sah eigentlich nicht aus wie den ich gesehen habe, da hinter der Kiste, aber man kann sich täuschen. Ich hab Feuer gefunden. Ui. Tut mir leid. Thank you.
Wenn sie ihn ausbrennen lässt, kannst du was wagen. Ja, aber was? Guck, dass du zu mir rüberkommst irgendwie. Ja, zum Beispiel. Oder einfach mal kurz rauslinst, um zu gucken, ob sie auf dich schießt. Die will, wenn, dann wahrscheinlich einen sicheren Schuss haben und nicht versuchen, nur zu treffen. So, nehmen wir mal an, wir wären sie. Womit würde man denn am ehesten rechnen? Heb Alea auf. Die rechnet doch damit, dass du mich aufhebst. Ist ausgebrannt. Ja, hier kann ich nicht rüber, da stehen die Hunde. Ich würde jetzt versuchen zurückzuschleichen über den Gang und dann hinten. Ja, das ist auf viel offenes Feld. Wenn sie noch auf dich aimt, bist du tot. Ist es so oder so? Mm-mm. Ich finde die Chance, nach hinten zu gehen, besser. Nach wohin? Nach zur Allee. Ja, so wie du gerade gesagt hast, durch den Gang. Weil die wird ja eher damit rechnen, dass du den kurzen Weg lang gehst und nicht den langen. Ja, aber der eine ist auf jeden Fall ausgebrannt, der ist weg. So, wo ich da gesessen habe, hat sie von da aus geschossen. Wie viel Zeit haben wir denn noch? 26. Das reicht noch. Reichlich. Na, Lea liegt genau da oben. Da könnte ich versuchen, wenn ich von unten dran komme. Man muss ja aber ein ganzes Stück erstmal nach hinten gehen. So sieht sie dich, jetzt sieht sie dich. Nein. Halt dich. Und dann gehen wir den Weg, den ich gegangen bin. Da hinten in dem Teil. Glaubst du, man sieht die Brücke davon aus? Weiß ich nicht, aber wir laufen jetzt erstmal hier hinten zurück. Dann 22. Über die Brücke. Und dann gucken wir mal, ob wir deinen Vater da irgendwie noch holen können. Und dann holen wir uns den Boss. Ja, da muss einer covern, ne, und der andere muss rüber. Lauf, ne? Hier ist keiner. Brücke ist leer. Vielleicht hat sie sich wirklich verzogen. Vielleicht hat sie sich auch einfach nur gesaved. Wer weiß. Vielleicht war es ein Level 50 Tja oder was. Lass uns den Clou nehmen hier. Hier ist keine Leiche. Auch nicht unter der Brücke irgendwie. Warum sollst du sie unter der Brücke sein? Runtergefallen. Dann nicht durch die Brücke. Aber nein. Hier ist nichts. Also der Clou wurde auf jeden Fall genommen. Ja, wahrscheinlich von den beiden. Naja, die Fenster ist hier auch kaputt. Also oben bei den Schatz ist der Boss. Wir könnten ihn machen. Ja, klar, machen wir den. Ja, dann. Hive. Mal Antidot ist vorbei, Kacke. Wo bleibt Alea? Bin direkt hinter euch.
Gibt aber auch welche, die die KD safen und sich dann einfach durch Mobs töten lassen. Habe ich letztens auch schon bei einem Streamer gesehen. Da haben sie den Team gejagt und haben zwei aus dem Team erschossen. Und der dritte muss wohl irgend so ein High-Level-Typ gewesen sein. Der hat sich einfach von Zombies schnell töten lassen, damit der Ding die KD halt nicht kaputt kriegt. Weil ich glaube, wenn du von einem Mob getötet wirst, passiert nichts mit der KD. Oh, hier sind Punkte. Hier. Hunter EP. Aber wir hätten den Ausgang auch in der Nähe. Hat einer eine Sticky? Ja. Nein. Dann mach sie bitte an den Boss dran. Ist auch weiß, also sie kämpft nicht hier. Gut. Da unten oder oben? Gerade oben. Wer schießt? Ich. Remo. Wow, und ich hab mal wieder nichts dabei. Emo down. Hast du dran deine Sticky? Nein. Ach, der ist unten. Ich glaube, auf jeden Fall noch weiß. Kannst du da oben reingehen, Alea? Unter dir ist ein Zombie. Ja, wen willst du jetzt, ne? Weißt du, Alea, hast du Sticky jetzt? Nein, ich muss mich gerade ja mit den Zombies anlegen. Warte, schießt schon drauf. Weg hier! Oha! Schnell durch die Fenster gesprungen. Der ist nicht down. Kuss? Ja, von hier. Wer schießt? Ich schieße drauf. Ist der unten? Also hier oben liegen Munikisten. Also jetzt habt ihr auf jeden Fall eure HP-Balken schon mal wieder zurück. Ja. Mach trotzdem Fenster und so zu, weil wer weiß, ob die nicht doch noch vorbeischaut. Also wir gehen auf jeden Fall oben im Norden raus, ne? Ja. Ach fuck, hier da war noch was. Also das war echt eine lange Runde. Hier habe ich davor gelegt. Ja, davor liegen muss nicht sein, aber... Doch, sicher, sicher. Gibt doch so oder so Punkte. Hm, stimmt. Hier. Bringt's Punkte? Bringt das Punkte, wenn man nicht dadurch keinen tötet? Was denn? Stacheldrahtfalle. Was ist damit? Wenn man die legt. Wenn du sie legst, nur um, ja, diese... taktische Werkzeugbenutzung, um die anderen Sachen freizuschalten. Ja, meine ich ja. Naja, dafür kriegst du Punkte. Ja, also. Ist sowas wert. Direkt dafür, nein.
Nein. Weiß ich nicht. Nee, das war. Nee, hätte mich auch gewundert. Soll ich Musik anmachen oder? Ja, ansonsten nicht. Was meint ihr, soll ich Musik anmachen? Nein, okay. Wieso nicht? Ich weiß nicht. Nicht, meine ich. Ja, ich weiß nicht. Mathis wollte nicht. Glück, dass sie und. Bin halt immer misstrauisch, deswegen. Nee, ist ja auch richtig. Das war ja auch mehr ein Scherz. Also wenn, dann dürfen es nur zwei Gegner sein und davon ist einer auf jeden Fall One-Hit für mich. Hm. Hier ist ein Dingens. Immolator. Aggressiv. Vielleicht bin ich ja aggressiv. Die Richtung ist unser Ausgang. Wenn ich sie wäre, würde ich abcampen. Und in dem Glauben lassen, sie wäre weg. Ist eine gute Taktik. Hören wir noch 10 Minuten. Reicht auf jeden Fall, um rauszukommen. Ich hab nichts gesehen. Okay. Aber lass uns den Ausgang auf jeden Fall noch mal gucken. Ja, ja. Guck, guck. Fette ist hier. Ja, ist egal. Meilenweit entfernt, ey. Es ist. Also, ich habe hier nichts gesehen. Immer noch nicht. Oh, Hunde vor mir. Dann da. Einfach Osten jetzt. Ja. Wer hat die andere Bounty? Papa. Ich. Guck dich auch mal einmal um. Ja. Nix. Weil so schlecht waren die Routen ja jetzt auch nicht. Nee, war gut. Butch ist vor mir. Nix gesehen. War ich. Mit dem Raben. Ja, 52 Minuten. Ja, war eine lange Runde, aber ging ja leider nicht anders. Und wir haben das große Bounty. Ja.
Wer weiß, was die Frau gemacht hat. Also ob die jetzt raus ist, weil die anderen beiden Kollegen im tot waren. Und die nur eine Sniper hatte. Vielleicht, ne? Also je nachdem, wenn du alleine bist, denkst du, kriegst du den Endgilter Gegner mit einer Sniper allein gekillt? Wahrscheinlich nicht. Dann gehst du vielleicht wirklich raus, ne? Ich muss sagen, den einen auf Long Range mit Kimmo und Korn, das war schon uff. Nee, die hatte ja ein Zielfernrohr, ne? Nee, aber mein Kill. Achso, dein Kill? Ja, der war auch gut. Das stimmt. Kopfschuss auf die Entfernung mit Kimmo und Korn, ey. Luck lässt grüßen, ne? Nö, das war nicht Luck. Er stand ja Gott sei Dank völlig frei, ne? Ja, vor allen Dingen hat er dich ja direkt angeguckt. So, ich hab einen Hunter, den ich wegschicken kann wieder. Ist da jetzt jemand? Ist da keiner? Ist das ein Hunter? Ist das keiner? So ungefähr war bestimmt sein Gedankengang. Oh, ich brauch noch kein Level. Wenn ich jetzt den Hunter spiele, der die Runde überlebt, dann geht der in Ruhestand. Da könnte ich Level 100 kriegen. Uff, wäre das geil. Da gehst uff, da gehst du direkt in Puff, ne? Ich muss vorher nochmal pinkeln gehen, gleich wieder da. Ja, sag ich doch. Yep, 25. Das heißt wegschickbar. Jupp.